kommt bitte alle am 28. und 29.08. 2021 nach Berlin. Ich fahre nach Berlin, weil mein Herz mich danach drängt. Für unsere Kinder auf die Straße. Unsere Grund- und Freiheitsrechte, unsere humanitären Werte in fremde Länder, Hiebringer, ja. Unsere Grund- und Freiheitsrechte und humanitären Werte in unserem eigenen Land wieder erkämpfen. Tausendmal ja. Frieden, Freiheit, Demokratie! Geschafft! Captain Future auf der Siegessäule, was willst du mehr? Future ist da, Captain Future! Jetzt! Sieg! Freiheit, der Liebe, des Friedens! Frieden, Freiheit, Demokratie! Hier um Menschen in einer Demokratie? Die das Recht haben, zu demonstrieren. Ja, super. Und aber mittlerweile wird ein Unterschied gemacht, welche Form der Demonstration durchgeführt wird. Ich stehe hier am Breitscheidplatz. Inzwischen, wir sind mit der Menschenmenge weitergelaufen. Und wir sehen, es sind nur ein paar Polizeiwagen hier, aber faktisch hat die Polizei die Innenstadt aufgegeben. Hier sind kaum Polizisten und unheimlich viele Menschen. Tausende von Menschen, die sich ihre Meinungsfreiheit nicht verbieten lassen. Und die einfach für ihre Grundrechte und für Frieden und für Freiheit in diesem Land auf die Straße gehen. Alex. Wir sehen die Menschen als eine Menschheitsfamilie. Jeder ist unser Bruder und unsere Schwester. Das erste Mal, dass wir öffentlich auftreten, weil wir denken, es ist an der Zeit, die Menschen auch zu unterstützen und als Kirche auch sich zu zeigen. Kommt zahlreich am 28. 29. Nur in der Menge sind wir stark. Wir müssen dort zeigen, dass wir Widerstand friedlich und unbewaffnet nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung leisten und uns den Staatsstreich nicht mehr weiter gefallen lassen. Moin, ich für nächstes Wochenende Alverda nach Berlin. Denn bange machen gilt nicht. 99,97% sind topfit. Bürger, kriegt euch wieder ein. Komm nach Berlin, damit die Propagandamedien sich endlich fragen, was sie da eigentlich tun. Wie heißt es so schön, Berlin ist immer eine Reise wert. Ganz besonders am kommenden Wochenende, 28. und 29. August. Wenn man für Freiheit etwas tun muss, dann ist es keine Freiheit. Und unsere Grundrechte sind nicht verhandelbar. Ich bin am 28. und 29. in Berlin. Michael Fritsch, euer Schutzmann mit Herz und Hirn. Ich bin ein Berliner, zumindest am 28. und 29. August. Ich demonstriere für eine friedliche und freundliche Polizei, die alten Damen über die Straße hilft und sie nicht auf derselben flach legt. Leute, lasst alles liegen und stehen und kommt alle nach Berlin. Es gibt momentan nichts Wichtigeres. Nach Berlin, wenn deine rote Linie überschritten wurde. Auch ich bin auf dem Weg nach Berlin. Ich würde mich freuen, wenn wir uns alle dort treffen. Wann, wenn nicht jetzt, wer, wenn nicht wir. Damit wir Griechen zeigen, was wir vom Impfausweis halten. Wir sehen uns am 28. und 29.08.21 auf der Straße in Berlin. 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 Ich bin Sebastian und ich hoppel nach Berlin zum Tag der Freiheit. Freiheit ist mir besonders wichtig. Unsere Kinder sind mir besonders wichtig.
auf der Straße am 28. und 29.8. in Berlin. Komm nach Berlin, weil die außerparlamentarische Opposition Einigkeit zeigen muss. Freiheit? Freiheit finde ich besonders wichtig. Komm nach Berlin am 28. und am 29.8. Tag der Freiheit. Wir sehen uns auf der Straße.